Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Es geht in meinem Vlog einfach darum, dass ich wahrscheinlich eine Krankheit habe, die eigentlich gar nicht mal so selten ist, aber eigentlich doch die wenigsten darüber Bescheid wissen, vor allem halt in so jungen Jahren. Und zwar geht es um das Sjögren-Syndrom. Hört sich erstmal ganz seltsam an. Ja, ist es irgendwo im Endeffekt auch. Aber doch wohl eigentlich wahrscheinlich relativ häufig und vor allem wird es halt häufig auch einfach sehr, sehr spät erkannt. Das Sjögren-Syndrom gehört zu den Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis, da genauer zu den Kollagenosen, wer sich da so ein bisschen vielleicht auskennt damit. Ja, und es betrifft halt eigentlich hauptsächlich die Drüsen. Bei mir ist es jetzt so, dass ich eigentlich schon seit 10 Jahren mit Symptomen belastet bin, die eigentlich anfingen mit Gelenkschmerzen, keiner Belastbarkeit mehr, ja eigentlich mehr so allgemeine Dinge. Damals hat man auch schon auf Rheuma getippt, da war ich halt noch sehr jung, also heißt 10 Jahre ungefähr vorher, da war ich so 16, 17. Ja, das war dann halt, man hatte da so einen Therapieversuch gestartet, aber das war eigentlich nicht so wirklich erfolgreich. Ja, jetzt ist es halt einfach so, dass ich über ganz viele Umwege jetzt annähernd zu dieser Diagnose gekommen bin, wo man jetzt aktuell noch am Forschen, am Nachforschen ist, ob das halt wirklich so ist. Und zwar hatte ich vor jetzt schon längerer Zeit halt eine Kiefer-OP. Im Rahmen dieser Kiefer-OP oder nach dieser Kiefer-OP fiel mir halt immer mehr auf, dass ich Schwellungen hier am Ohr halt hatte, verbunden mit Schmerzen, dass ich halt zum Beispiel auch so ein sogenanntes Frei-Syndrom hier an der linken Seite entwickelt habe. Ja, man konnte es jetzt alles bislang eigentlich nicht so wirklich zusammenordnen. Dann wollte mein Kieferchirurg halt noch ein MRT haben vom Kopf. Das hat man auch gemacht und hat jetzt festgestellt, dass ich in den Ohrspeicheldrüsen beidseits wohl Zysten habe. Und solche Zysten weisen in der Regel auf dieses Sjögren-Syndrom halt hin. Wahrscheinlich spreche ich es noch ein bisschen falsch aus, aber ja. Jetzt muss man halt so eine spezielle Antikörperuntersuchung im Blut machen und danach werden mir wahrscheinlich noch Biopsien aus diesen Ohrspeicheldrüsen da halt entnommen, um dann halt diese Diagnose zu sichern. Verbunden ist dieses Sjögren-Syndrom halt damit, dass man halt in allen Drüsen oder man kann in allen Drüsen Probleme bekommen, das heißt, dass sie nicht mehr genug Sekret bilden. So ist es zum Beispiel bei mir auch bei den Augen. Ich habe immer extrem trockene Augen. Das habe ich auch schon jahrelang, muss da schon jahrelang immer wieder diese künstlichen Tränen halt reintun. Ja, das hat aber bislang halt eigentlich auch noch keiner so wirklich irgendwas zuordnen können. Kann halt auch die Mundspeicheldrüsen betreffen. Die Nase ist trocken. Das ist ja bei mir auch der Fall. Ja, und dann kriegt man halt noch so diese allgemeinen rheumatischen Beschwerden dazu, wie dass man halt solche Gelenkschmerzen und sowas hat. Und was wohl, glaube ich, auch mitunter ein großes Problem ist von Patienten, diese pleierne Müdigkeit. Und damit schlage ich mich ja nun auch wirklich schon ewig rum. Ich habe schon ewig das Problem, dass ich halt wirklich kein kleines bisschen mehr belastbar bin, dass ich sofort müde bin und halt auch wirklich so eine pleierne Müdigkeit. Also als ich das jetzt das erste Mal gelesen habe, diesen Begriff, war mir das eigentlich auch, ja, oder habe ich gedacht, ja, dass es genau das halt beschreibt, was so mein Problem ist. Ja, und ich war jetzt gestern halt noch mal in der Mundkiefer-Gesichtschirurgie gewesen, die mich jetzt halt zu dieser Blutuntersuchung zum Hausarzt geschickt haben. Da war ich jetzt heute Morgen, das war alles ein bisschen schwieriger, weil die sich damit halt auch nicht so wirklich auskannten und das noch nie gehört haben. Ja, keine Ahnung. Hat mir jetzt aber das Blut abgenommen nach längerem Gemäkel, weil das doch so eine teure Untersuchung wäre, was weiß ich.
Ja, jetzt bekomme ich wohl am Montag, also in 2 Werktagen, das Ergebnis und muss dann damit halt nochmal in die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie halt an der Uni. Ja, und bin da einfach mal gespannt, was so dann nächste Woche dabei rauskommt und ob man vielleicht mir irgendwie helfen kann. Therapieansatz des Ganzen ist wohl, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, das Immunsystem irgendwie zu unterdrücken. Was man dann wohl mit speziellen Medikamenten tut und halt auch Cortison und so. Ja, und ich mir da schon wünschen würde irgendwo, dass wir jetzt endlich mal eine Lösung gefunden haben, weil ich meine, 10 Jahre mit was belastet zu sein, für das man halt keine Erklärung findet, finde ich schon sehr schwer. Ja, deshalb bin ich da jetzt einfach mal gespannt und ich werde euch jetzt in diesen Blogbeiträgen einfach mal so ein bisschen was über die Krankheit erzählen, darüber, wie ich damit umgehe, was das für mich jetzt für Neuerungen auch mit sich bringen wird. Weil ich hatte ja damals schon mal eine Zeit lang Cortison genommen, da so vor 10 Jahren, als das so angefangen hat. Und muss halt sagen, Cortison hat halt einfach auch scheiß Nebenwirkungen. Das ist halt einfach so. Ja, ich hatte so ein Gesicht. Ich hatte ja so richtig Pausbacken, dieses richtig aufgeschwemmte durch das Cortison halt. Ja, man wird lichtempfindlicher, was weiß ich, aber ja, irgendwie muss man halt damit zurechtkommen. Als Nebenerkrankung bei mir oder ja, als weitere Erkrankung habe ich halt noch eine Hashimoto-Thyreoiditis. Ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die aber im Moment wohl sehr gut eingestellt ist, laut meiner Hausärztin. Und die mir auch so, glaube ich, wenig Probleme momentan bereitet. Ich habe halt die ganze Zeit immer gedacht, diese Müdigkeit und so, das hat auch was mit der Schilddrüse zu tun. Allerdings war das halt auch komisch, weil wenn die so gut eingestellt ist, warum bin ich dann immer noch müde und was weiß ich. Ja, jetzt langsam ergibt das vielleicht doch alles einen Sinn, wenn es einfach einen anderen Hintergrund hat. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach ein Abo da lasst. Ich werde auch ein paar kleine Infos vielleicht noch da unten in die Infobox halt reinpacken, wo ihr euch da auch mal informieren könnt. Das Problem ist halt, dass man einfach diese Symptome, die so vielfältig sind, einfach in jungen Jahren nicht so ganz genau erkennen kann oder nicht so ganz zuordnen kann. Und man halt eigentlich auch davon ausgeht, dass diese Krankheit schon so, ich sag mal jetzt so Mitte, Ende 20, Mitte 30 das erste Mal durchaus ausbricht, aber man das halt einfach noch nicht zuordnen kann. Und ich denke mal, Leute, die dann ja 10, 15, 20 Jahre da rummachen, bis sie mal eine Diagnose haben oder vielleicht halt auch nie eine Diagnose kriegen, denen wird das schon entgegenkommen, wenn man da halt einfach was tut. Ja, das würde ich jetzt gerne mit diesem Vlog bezwecken. Und ja, ich bin auch mal über eure Rückmeldungen gespannt, ob es vielleicht unter euch auch welche gibt, die diese Erkrankung mit sich rumschleppen. Ich hatte auch mal ein bisschen gegoogelt, es gibt wohl Selbsthilfegruppen, Foren und so weiter. Aber jetzt zum Beispiel auch hier auf YouTube konnte ich eigentlich relativ wenig darüber finden. Da war ein Video von der Deutschen Rheuma-Liga, das aber halt auch schon einige Jahre alt ist. Ja, und so aktuelle Sachen konnte ich keine finden. Ja, ansonsten noch kurz ein bisschen was zu mir persönlich. Ich bin halt, wie ihr eben schon mitgekriegt habt, 27, fast 28 Jahre alt. Bin ausgebildete, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Arbeite auch noch in dem Beruf. Studiere aber mittlerweile noch zusätzlich Medizin. Einfach weil es mich sehr interessiert und ja, weil Medizin einfach auch irgendwo meine Leidenschaft ist. Auch diesbezüglich fällt mir das Lernen immer, immer schwerer, weil ich mich halt immer weniger konzentrieren kann durch diese Müdigkeit. Ja, und erhoffe mir da vielleicht auch einfach eine Besserung. Ich werde euch auch über diesen Alltag einfach ein bisschen was berichten, wie das so ist, auch in jungen Jahren. Ich meine, es wird eventuell ja auch in nicht allzu ferner Zukunft anstehen, dass ich vielleicht einen Kinderwunsch habe. Wie das aussieht, wie vielleicht auch mein Partner damit umgeht.
All solche Dinge, die ja auch irgendwo der Psyche sehr belastend sind, spielen ja da durchaus eine Rolle. Ja, wie gesagt, Kommentare über Kommentare, Anregungen, was euch noch so interessieren würde, freue ich mich sehr. Lasst die bitte einfach auch hier unter dem Video für mich da. Und natürlich freue ich mich über einen Daumen hoch oder über weitere Abonnenten. Bis dann, ihr Lieben.